So, meine Damen und Herren, auch der zweite Künstler des heutigen Abends ist ein Ausnahmegitarrist. Es ist eigentlich sehr schade, dass Naufel und Jeff Healey nicht einfach zwei Gitarren nehmen und hier zusammen jammen. Aber das ist ja der Jugendschutz vor. Denn Naufel, ich sagte es ja, er ist 15 und dann darf er nach 22 Uhr nicht mehr im Fernsehen auftreten. Jeff Healey ist Kanadier, ist seit dem ersten Lebensjahr blind. Aber wie sehr viele blinde Musiker geht er mit unheimlichen Humor damit um, hat sich für sein neues Plattencover in London fotografieren lassen, neben einem Schild, helft den Blinden. Das machen sie alle. Ja, ist er. Na, wer ist es denn? Hä? Stevie Wonder sagt bei Konzerten, macht bitte das Licht aus und dann geht es aus und sagt er danke. Das ist toll. Und er sagt, ich kenne es ja nicht anders, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zeit, als ich gesehen habe. Also ich habe einen schönen Beruf, ich habe meine Musik, was soll's. Und es ist sein fünftes Album, das er jetzt vorlegt. Und er hat 5 Jahre Pause gemacht, unter anderem deshalb, weil er Vater geworden ist, geheiratet, Vater geworden. Und er hat auch noch eine Firma, in der er sich um Nachwuchs kümmert. Amanda Marshall haben sie zum Beispiel unter Vertrag. Und er ist seit 86 mit denselben beiden Jungs als Trio zusammen. 88 hatten sie ihren Erstling See the Light, gleich ein Riesenerfolg. Mit 19 hat er bei der Expo in Vancouver mit B.B. King, einem seiner Vorbilder, zusammen auf der Bühne gestanden. Ansonsten hat er natürlich auch Jimi Hendrix, wie wohl alle Gitarristen, als Vorbild. Und er sieht sich eigentlich auch als Jatzer, obwohl, wenn man die Platten hört, denkt man, ist ein Bluesmann reinsten Wassers, Rhythm and Blues und sehr rockig. Und was bei dieser Platte besonders auffällt, neben seiner exzellenten Gitarrenarbeit, die Stimme hat sich unheimlich entwickelt. Und sein Trick beim Gitarrespielen ist, er legt die Fender Stratocaster wie eine Lapsteel auf die Knie und greift von oben. Das bedeutet natürlich, dass er ganz andere Griffe hat als ein normaler Gitarrist. Er schafft 5 Bünde. Er spielt also praktisch mit der linken Hand mehr Klavier auf den Saiten. Und das ist sein einzigartiger Sound, den wir jetzt hören werden. Vom Schreiberischen her hat er sich zum Beispiel Diane Warren geholt. Die hat auch für Britney Spears neuestes Album Oops, I Did It Again geschrieben. Das heißt, der Mann weiß, dass man auch ein bisschen Mainstream hineinbringen muss. Schöne Ballade. Sie werden weinen müssen und denken Sie dran, er singt live. Jeff Healey aus Kanada, I Tried. Yeah.
not enough. It was not enough to keep you satisfied. I just couldn't keep you in my life. And so I'll have to let you go now, babe. Yes, now I got to say goodbye. I gotta learn to live my life without you, and I don't know how, but I'll try. Yes, darling, I'll try. Oh, guess we couldn't make it, babe. After all this time, we just couldn't get it right. But I tried. Yes, I tried. Aus dem Album Get Me Some, I Tried, Mr. Jeff Healy. Thank you very much. Ein ganz tolles Album. Jeff Healy. Im Oktober auf Deutschland-Tour. Unter anderem Berlin, Köln, Hamburg. Das sollten Sie nicht verpassen. Jeff Healy und seine Band. Get Me Some heißt das Album, I Tried, war der Titel.